Wir haben nun einen vollständigen Satz von Gleichgewichtsbedingungen für einen Starrkörper in der Ebene zusammengetragen. In diesen drei linearen Gleichungen verstecken sich insgesamt drei noch unbekannte Lagerkomponenten, nämlich AX, AY sowie BY. Wir können nun die Gleichungen 1 bis 3 dazu benutzen, diese drei Unbekannten zu ermitteln. Die Gleichungen sind allesamt nicht sehr komplex. So können wir unmittelbar Gleichung 1 nach der unbekannten Lagerkomponente AX auflösen und erhalten Gleichung 4. Analog gehen wir für BY und AY vor. Die Lösungen haben wir in allgemeiner Form innerhalb der Gleichungen 4 bis 6 angeschrieben. Das hat den Vorteil, dass wir sehen können, welche geometrischen Größen und welche Kraft- bzw. Momentengrößen ein bestimmtes Ergebnis beeinflussen. Abschließend wollen wir die vorgegebenen Zahlenwerte in die allgemeinen Lösungen einsetzen und so quantitative Ergebnisse erzeugen. Damit erhalten wir die folgenden konkreten Ergebnisse.